Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Setup. Es ist Zeit für den Monat April und ich hatte diese Inspiration für das Theme schon eine ganze Weile im Kopf. Und zwar wollten wir eigentlich für meinen Bullet Planner, den ihr vielleicht kennt, auch ein Rainbow Theme machen. Und ich glaube, es ist last minute rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und diese Idee ist mir einfach seitdem so im Kopf umher geflogen. Und ihr wisst ja, der April ist dafür bekannt, dass das Wetter eben so wechselhaft ist und ja, Sonne, Regen, Wolken, alles gemischt. Aber am Ende bleibt einfach ein schöner Regenbogen übrig. Und das ist auch momentan so eine Sache, die ganz gut zu meinem Leben passt. Und deswegen dachte ich, mache ich dieses Thema mal und ich hatte es auch in der Form noch nie irgendwo gesehen. Ich habe versucht, eine Art der Illustration zu wählen, die super abstrakt ist und ich finde, wenn man das so nah anschaut, sieht es natürlich auch nicht super künstlerisch aus und es kann wirklich jeder nachmachen. Also ich habe komplett ohne Outlines gearbeitet, einfach schöne pastellige Farben ausgesucht, also Farben, die nicht so eine hohe Sättigung haben, wie man vielleicht eigentlich den Regenbogen kennt. Aber dadurch, finde ich, sieht das Ganze ein bisschen moderner und ein bisschen eleganter aus. Und ja, ich habe euch auch die Tombows, die ich da benutzt habe, alle unten in der Infobox verlinkt. Und ich bin schon ganz gespannt, eure Kreation zu sehen, weil, wie gesagt, das ist super easy und es ist sehr effektvoll. Ihr seht hier, das kann man in verschiedenen Variationen dann auch noch nachmachen. Gerade bei diesem Dutch Door Spread finde ich es ganz schön. Ich habe sonst ja dieses Spread immer so gemacht, dass das auf beiden Seiten so weitergeht. Aber hier wollte ich einfach, dass der Regenbogen dann so schlagartig aufhört. Und dann habe ich eben das Stückchen von dem Papier, was ich abgeschnitten hatte, so drunter gelegt. Und dadurch halt eine ganz, ganz schöne scharfe Kante geschaffen. Und Events ist immer so meine Monatsübersicht. Und das mache ich jetzt seit 3 Monaten ungefähr so. Und das funktioniert für mich so unglaublich gut. Generell benutze ich dieses Spread nicht so, so viel. Ich plane am meisten tatsächlich in meinen Wochen- und Tagesansichten. Und das ist einfach so eine Übersicht für die allerwichtigsten Termine. Und ich markiere mir hier immer die Wochenenden. Das seht ihr hier mit so einem ganz, ganz hellen Grauton. Wenn ihr euch nur einen Tombow zulegen möchtet, dann glaube ich, ist es dieser Grauton. Ich werde ihn euch auch unten in der Infobox verlinken, weil den kann man so vielseitig einsetzen für Drop Shadows, für solche Markierungen. Und ja, den habe ich bisher, glaube ich, in jedem Monat Setup benutzt, seitdem ich dieses neue Journal angefangen habe. Ich habe hier so eine Variation von dem Align a Day Spread und zwar einfach nur ein Wort. Das ist super einfach umzusetzen. Ich versuche einfach so die Maintenance von meinem Bullet Journal so klein wie möglich zu halten. Ich werde oft gefragt, inwiefern es mir möglich ist, mein Bullet Journal im Alltag zu führen. Ich werde oft gefragt, wie lange ich am Tag dran sitze. Und das Geheimnis ist einfach nicht super lange, denn die meisten Dinge, die ich hier so ja, reinmache, die ich dann jeden Tag ausfüllen muss, in Anführungszeichen, weil müssen tut man gar nichts. Die gehen halt super schnell. Also ein Wort niederschreiben, manchmal mache ich das auch für 2-3 Tage so insgesamt, je nachdem wie viel Zeit ich habe, ob ich Lust und Zeit habe, mein Bujo auszupacken. Aber es soll halt schlank bleiben, so auf der Tagesbasis. Und auf der nächsten Seite habe ich ein Kästchen für Ziele und für irgendwelche Aufgaben, die vielleicht urgent sind. Und ganz viel Platz für Notizen und einfach noch so ein paar nette Illustrationen, die ja Spaß machen. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass ich die Seiten gerne angucke, weil dann komme ich auch einfach gerne wieder zurück zu den Seiten und benutze sie auch wirklich. Für den Habit Tracker habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe sowas Ähnliches gesehen, aber nicht zu 100% so. Und zwar war das auch eine Wolke mit Regentropfen. Ich mache jetzt quasi eine riesige Wolke über 2 Seiten mit einem riesigen Strahl drunter und 30 Spalten und jede steht für einen Tag und dann werde ich die ganzen Regenbogenfarben gleich definieren und je nachdem wie der Tag war, werde ich dann die Spalte ausfüllen und ja, je nachdem wie gemischt meine Gefühle sind, wird es dann ein Regenbogen oder vielleicht auch ja, eine eher einfarbige Geschichte, mal sehen. Und das Ganze ist mein Mood und Mental Health Tracker.
Und ich habe dann noch so Hilfslinien eingezogen mit einem etwas dünneren Mikronstift. Und ich bin einfach mega, mega gespannt. Mir hat es letzten Monat super viel Spaß gemacht, den Habit Tracker bzw. den Mood Tracker in diesem Fall. Ich hatte damals aus Versehen Habit Tracker geschrieben, mit den Blumenillustrationen fortzuführen. Und falls ihr den ausgefüllt sehen möchtet, schaut mal auf Tier & Create vorbei und auf meinem Tier & Twix Kanal auf Instagram findet ihr einen Flipthrough durch meinen letzten Monat als IGTV. Und dann kommt noch mein Habit Tracker. Letzten Monat hatte ich keinen und ich wollte dieses Mal unbedingt wieder einen machen und ja, ich habe mir einiges vorgenommen. Ich habe zwar letzten Monat auch ein paar Sachen versucht zu integrieren, aber ja, so der April soll auf jeden Fall ein bisschen unter dem Motto Self-Care stehen. Und deswegen möchte ich mir einfach mehr Zeit für mich nehmen und ja, so viele positive Gewohnheiten wie möglich ja ausprägen und einfach so oft es geht in meine Routine einbauen. Ich habe Hydration, also so über 2 Liter Trinken dabei, Meditation, dann möchte ich mich ganz stark darauf konzentrieren, dass ich mein Handy weniger benutze. Dann möchte ich Atemübungen auf meiner Akupressurmatte machen, keinen Kaffee trinken, wenn es geht, mich so oft wie möglich ja, schön anziehen und mir Zeit für mich nehmen und vieles, vieles mehr. Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mir überlegt, ob ich hier auch in verschiedenen Farben die ganzen Sachen anmalen soll, dass es auch einen Rainbow-Effekt hat. Aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Das seht ihr dann aber bestimmt auch allerspätestens im nächsten Video. Und dann hat natürlich noch eine kleine Illustration gefehlt, und zwar ein Regenbogen. Und auch den habe ich wieder mit Hilfe dieses Überbleibselpapiers quasi so über den Rand hinaus gemalt. Und es ist auf jeden Fall ganz cool, wenn man noch ein paar Gelstifte zur Hand hat, um eben noch so ein paar Sternakzente zu schaffen. Ja, aber das war's dann auch schon. Ihr seht hier nochmal den Flip-Through durch mein April-Setup. Es gefällt mir unglaublich gut. Es ist so einfach und trotzdem natürlich sehr, sehr bunt. Erfordert überhaupt kein Zeichentalent. Ja, es kann einfach jeder nachmachen. Glaubt mir einfach, probiert's, spielt ein bisschen mit den Farben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr cool und sehr modern aussieht, wenn man gar keine klassischen Regenbogenfarben nimmt, sondern einfach, ja, vielleicht eher so lila Farben, so die Farben aus meinem letzten Setup vielleicht. Das war eine sehr, sehr schöne Kombi aus, ja, lila, rosa und Gelbtönen. Da habe ich, glaube ich, auch alle Stifte verlinkt, da könnt ihr euch nochmal inspirieren lassen. Und ich bin mega gespannt, wie der Mood Tracker aussehen wird. Bin auch sehr gespannt, wie meine Stimmung wird im neuen Monat. Ich hoffe gut, aber irgendwie hoffe ich auch gemischt, damit es schön bunt wird. Es wird mir auf jeden Fall helfen, das Ganze positiv zu sehen. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie auch diesen Monat. Da habe ich immer mal den Progress von meinem Mood Tracker auf Instagram gezeigt. Und ja, das war's dann mit meinem Setup für den Monat April. Ich bin sehr gespannt, wie sich euer Bujo entwickelt und wie immer könnt ihr mich gerne auf Instagram taggen, dann schaue ich super, super gerne vorbei und kommentiere auch. Und ja, ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!